genauso wie jemand anderes schreibt, hallo, von gestern auf heute Server Error. Von unserer Seite hat keiner was geändert. Hänge seit 30 Minuten in der sogenannten Hotline von 1&1 und warte auf Input. Jemand eine Idee? Wie kann man den Server Error auslesen? Danke für eure Hilfe. Diesem Post folgten ganz viele Rückfragen und Nachfragen, was eigentlich los. Ende von der Geschichte war, das war eine 2.5-Seite. Hätte man das vorher gewusst? Ja? Ein Zusatz, da war es sogar so, dass wir eben mal darauf hingewiesen haben, dass das kein Hoster-Problem ist, anhand der Fehlermeldung. Und er war der Ansicht, dass 1&1 sich darum kümmern muss. Warum auch? Ja. Genau. Darauf will ich eigentlich auch hinaus. Eigentlich meinte er, wir kümmern uns nicht um unsere Updates, jetzt geht nichts mehr, was tun. Dafür ist nicht 1&1 zuständig. Er ist auch eine Agentur gewesen, sodass das auch verkompliziert wird. Ja. Also bevor man es, man kann zu kleinen Hostern gehen, zu großen Hostern, aber bevor man auf den Hoster losgeht, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht selbst der Grund dafür ist, dass die Hotline überfüllt ist. Er hätte auch Joomla aktualisieren googeln können, dann hätte er Sebastian gefunden, dann hätte er Frank gefunden oder auch einfach Selbsthilfe. Das ist so traurig, dass man die alle kennt, ne? Weil das ist Werbung. Das fand ich interessant. Ich kann damit nichts anfangen, aber ich lese mir vor. Ich hatte das Template Purity installiert. Bisher hat alles funktioniert, seitdem ich ein eigenes Header-Bild in der Template-Details-XML eingefügt habe, den Joomla beim Aufruf der zugewiesenen Seite den Kalender herunter. Sehr seltsam. Kennt jemand das Problem? Noch besser eine Lösung dafür. Was für ein Kalender? Template-XML ist ja auch schon eine Leistung. Ja, aber was für ein Kalender? Und was für ein Template und was für ein Header? Adventskalender. Zur Hölle. Okay, also im Endeffekt ja, hatte der Kalender... Der hat irgendein Kalendermodul eingebaut. Genau. Und das sagt dann die... Wie heißt die Datei für das iPhone? Die ICS. Genau, das war es nämlich. Das eine hatte mit dem anderen gar nichts zu tun, aber... War die Frage? Ich musste das 4-mal lesen, um zu verstehen, um immer noch nicht zu verstehen, was eigentlich los ist. Ja, ein anderer User hat auch sehr, sehr viel geschrieben. Ich überspringe das mal kurz. Was er eigentlich sagen wollte, ich habe dreimal den gleichen Fehler gemacht und immer den ich habe immer das gleiche gemacht und immer den gleichen Fehler erhalten. Sehr gut. Nein. Das ist noch ein Satz. Reproduzierbar. Ja. Also wie Einstein gesagt hat, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Wenn wir uns den langen Post genauer anschauen, ist seine Fehlermeldung die gewesen, fatal error, cannot use string as string und so weiter. Und der arme Kerl hat halt wirklich seinen Tagesablauf beschrieben und wie er stundenlang gewartet hat, bis das ganze Paket hochgeladen war. Und dann hat er einen Fehler bekommen und hat es halt nochmal versucht, nochmal um 23:30 nachts. Oh ja, den erinnert mich. Genau. Er hätte sich echt viel Zeit gespart, wenn er einfach den Pfad hätte und danach gegoogelt hätte. Schon das erste Suchergebnis zeigt, dass es an einem veralteten Paket liegen kann und an einer neuen PHP-Version. Weiß jemand von euch nicht, wie man das googelt mit dem Faden? Also, ihr wisst das schon alle, oder? Genau. Wir wissen das wahrscheinlich, ja. Also man nimmt ja einfach nur den Serverpfad raus, den individuellen, und haut es mal da rein und also bisher kam es bei mir noch nicht vor, dass ich keine Lösung gefunden habe. Und wenn irgendwas da steht, can't be found, ist sowieso.
Und das kommt eigentlich zum Anfang zurück, was ich gesagt habe. Eigentlich sollte man Facebook nicht nutzen, um Supportanfragen zu stellen. Sowas ist ein viel besserer Einsatzzweck und geht dann nicht verloren. Veranstaltungshinweise, Hinweise auf neue Versionen, Hinweise auf Security-Updates, solche Sachen. Und wenn die Seite einfach nur mit, ich sag jetzt mal böse, unnützen Supportanfragen zugemüllt wird, es ist halt schade, dann gehen die wichtigsten Sachen verloren. Danke, Rufuk, dass du die Gruppe so toll leitest. Also als Alternative zur Facebook-Seite ist immer gut, in einem der offiziellen Foren Fragen zu stellen. Und dann finden auch andere die Probleme leichter. Und es geht nicht in irgendeinem Stream verloren. Ich weiß nicht, wenn ihr Fragen habt. Ja? Eine Ergänzung nur. In den Gruppenregeln sind ein Teil deiner Aussagen schon verewigt. Ja. Ja. Versuche möglichst eine aktuelle Joomla-Version zu haben, danach deine Frage zu stellen, was hast du recherchiert, bla bla bla. Nach dieser Regel gäbe es auch fast 70% der Anfragen wahrscheinlich nicht. Dann hätten wir das Problem erledigt. Aber ja. Es ist nun mal so, auch in den Foren, egal wo, die Leute geben sich tatsächlich halt nicht die Mühe, um das zu machen. So. Ja, mach den Satz dann. Und ich denke, dein Video kommt in die Facebook-Gruppe als fixiertes. Nein, nur Witz jetzt, das packen wir dahin. Und dann sollen sie sich das mal gucken. Realistisch gesehen, Menschen, die es nicht schaffen, ihre eigene Fehlermeldung zu lesen, ja, lesen die Gruppenregeln, gucken die sich vorher ein Video an. Also nein, ich glaube, du wirst den Mensch an und für sich, der dort Support sucht, nicht ändern können. Die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist, willst du eine Community sein, die darüber hinwegschaut und im Zweifelsfall sagt, ich beantworte auch zum 15. Mal eine grottig gestellte Frage, weil derjenige dann mit einem guten Gefühl zu Joomla rausgeht und das Tool weiter nutzt? Oder, und das ist genauso legitim, fahre ich den Typo 3 Way of Life und mache zum Beispiel mein Installationstool so kompliziert, also das ist die offizielle Aussage vom Maintainer des Typo 3 CMS, das Installationstool ist absichtlich komplizierter, als es sein muss, weil sie ahnungslose Menschen abschrecken wollen. Und wenn du Fragen dazu zur Installation in dem Typo 3 Forum stellst, bekommst du auch absichtlich keine Antwort. Weil sie sagen, wir wollen unsere Community davon sauber halten. Ich glaube, wenn man irgendeinen Mittelweg gehen kann, ist das ganz gut. Einfach versuchen, ein bisschen zu erziehen, aber wenn es nicht klappt, dann sind wir natürlich trotzdem da. Und aber weißt du, die meisten Leute, ich glaube, wenn du mal die Facebook-Posts durchgehen würdest, die meisten Leute stellen genau eine Frage, nämlich genau das konkrete Problem, das sie haben. Ja. Und danach sind die fort. Das heißt, selbst wenn du einen Erziehungseffekt erzielst, ist das ein einmaliger und ja, der nächste macht den gleichen Scheiß. Also ich glaube, der entscheidendere Teil ist, dass wir unseren Umgang mit dem Ärger darüber ändern müssen. Zum Ersten sollten wir Selbsthilfegruppen gründen wie hier, gleich noch ein paar Facebook-Posts oder Joomla.de E-Mails lesen und uns einfach köstlich darüber informieren. Und zum Zweiten, es gibt ja so ein paar Kollegen in der Facebook-Gruppe, die diesen Erziehungsauftrag sehr ernst nehmen und die sich ja Fuchs, die können sich aufregen bis zum geht nicht mehr, wenn das jemand nicht macht. Ich glaube, es ist der Kunden eine Kunst als Supporter zu merken, wenn man nichts konstruktiv zur Lösung beitragen kann, sondern einfach nur erziehen will. Mhm. Und dann im Zweifelsfall zu sagen, ich lasse das jetzt gerade. Dazu würde ich auch sagen, das habe ich auch vielen unserer Supporter geschrieben, wenn solche Sachen kommen, dann wartet doch bitte, bevor ihr anfangt rumzuwarten, wartet doch so lange und die Information so lange, bis es einen Stand erreicht, dass man da vernünftig drauf antworten kann. Mhm. Wenn nicht, dann lässt man es vielleicht sein. Manchmal finde ich so Eskalation ganz gut, weil ich denke, das hat einen Erziehungsauftrag und dann bin ich ja selber an erster Stelle teilweise, ne? Damit auch andere vielleicht was mitlernen. Aber wir müssen auch auf unserer Supporter-Ebene wahrscheinlich mal uns abstimmen und sagen, so kriegen wir das vielleicht mal gelöst. Also wenn du dir mal das Joomla-Portal.de anschaust, das inzwischen, also eigentlich schon seit Jahren, für Supporter echt ein raues Pflaster geworden ist, da bekommst du, wenn du eine Frage stellst, und mal angenommen, die Fehlermeldung eben wäre da gepostet worden, gäbe es nur zwei Antworten. Hast du Idiot mal die Suche benutzt? Oder schmeißt das doch mal bei Google rein? Ich hätte keinerlei Ahnung, was ich damit machen soll. Und wenn derjenige dann hingeht und die Forensuche benutzt,
findet er lauter Posts, wo die Fehlermeldung drin auftaucht, inklusive dem Tipp, doch mal die Forensuche zu benutzen. Weil eigentlich seit 3, 7, 17.000 Jahren da nur noch gesagt war, die Forensuche. Mit diesem Entziehungsauftrag nur bei wiederkehrenden Nutzern gefallen, bei allem anderen treibt es mit dem Blutdruck hoch. Und dann muss er als Supporter einfach sagen, wenn ich mich jetzt aufregen würde, dann gehe ich mir einen Kaffee holen. Hier und da und da. Twitter, YouTube, Facebook, alles was. Eine Anmerkung noch, wenn man es aber wirklich nur darauf beschränkt, krasse, interessante Dinge zu posten und so weiter. Wir haben ja solche Gruppen, zum Beispiel Juna Rockstars, wo wir wirklich keine Supportgeschichten haben und so. Die sind aber auch irgendwie komisch tot. Ich glaube, wir lieben dieses ab und zu streiten, ab und zu Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist so zutiefst menschlich, was da bei uns läuft. Und versuchen, also ich zumindest versuche das so irgendwie im Rahmen zu halten und so ein bisschen zu lenken. Wir sind auch eine der besseren Gruppen, schätze ich mal. Da gibt es deutlich schlechtere. Und die internationale Gruppe muss man ja auch erwähnen. Die hat, glaube ich, 30.000 inzwischen, ne? Die ist ja auch. Und ich finde die auch so relativ gesittet dafür groß ist. Ne? Keine Werbung, kein Spam. Also da wird schon gut drauf geguckt. Ja. Okay. Das Wort zum Sonntag. Gut, wer mich erreichen will, über Glip. Kennt jemand Glip nicht? Sehr gut. Oder über Twitter, Elisa Sophia. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Was haben wir uns